Hallöchen meine Freunde, weiter geht's mit Let's Play Das Schwarze Auge Satinavs Ketten. Warum sage ich immer Das Schwarze Auge Satinavs Ketten und nicht einfach Das Schwarze Auge Satinavs Ketten? Ich weiß es nicht. So. Okay, ich gucke nochmal, können wir denn jetzt wirklich Olgierd nicht zur Vernunft bringen? Oder brauchen wir dafür irgendetwas? Gibt es noch irgendwas? Nö, da gibt's noch was. Vogelmist. Daher kommt der Geruch. Zeit auszumisten. Hier liegt noch ein Taubenei. Okay, Glasscherben. Kann ich die Glasscherben wieder ganz machen? Glaskolben. Ich gehe mal kurz nach oben. Kann ich das Ding da... Kann ich dieses Ding da draufstellen? Und jetzt? Habe ich irgendwas? Ich muss sicher gehen, dass das wirklich eine Zutat für Gwindlings Gegenmittel ist. Und wie kriegst du das raus? Das Bild kannst du nicht lesen. Alle Raune wetten? Ich muss sicher gehen, dass das... Okay, Nadel und Faden. Ich behalte sie besser. Okay, das wäre auch Schwachsinn, wenn das gehen würde. Oh, ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Ich dödel. So. Dort kann ich auch raus. Kann ich hier nochmal hoch? Das geht nicht mehr. Hier kann ich nicht mehr hoch. Wahrscheinlich seitdem wir die Fässer hier runter... So, die Fässer sind immer noch hier. Okay, seitdem wir die Fässer hier so... runtergehauen haben, ist sie wahrscheinlich zu. Damit, weil wir den kleinen Kindern was beigebracht haben. Okay, ich gehe erstmal hier oben lang. Okay, Ulfrieds Leiche. Was wohl aus Hilda geworden ist? Kräuterstand. Verlassen. Dass sie die nicht wegräumen? Das ist Olgierds Freund Ulfried. Der Rabe wird für jeden Toten bezahlen. Leiche. Vielleicht. Nein. Okay, da kann ich auch noch lang. Gibt's hier noch was? Alles ist verlassen. Niemand ist mehr Wachhäuschen. Alle haben sich verkrochen. Niemand kämpft mehr. Genau. Wer da? Mit welcher Absicht? Ich bin Geron, der Vogelfänger. Was willst du? Lasst mich auf der Stelle in die Akademie. Vergiss es, Junge. Nur autorisierte Personen haben Zutritt. Du siehst doch, was da draußen los ist. Was ist passiert? Wo sind die ganzen Menschen? Hast du die letzten Monate verpennt? Die Krähen haben den Wahn gebracht, der das ganze Land verpestet. Wer noch einigermaßen bei Verstand ist, verschanzt sich in seinem Haus. Der Seher verliert wirklich keine Zeit. Ist Giacomo Nauta in der Akademie? Wer? Ein auffälliger Gelehrter mit verschiedenfarbigen Augen. Er sollte da sein. Ach, dieser aufgeregte Kerl. Ja, der ist hier. Wie erhalte ich denn Zutritt zur Akademie? Ein Dahergelaufener wie du? Gar nicht. Ohne guten Grund geht hier nicht einmal die Akademieleiterin ein und aus. Ein Nichtmagier wie du müsste schon einen Freibrief beim König selbst erwirken. Dann tue ich das. Eine Audienz beim König. Du. Und auch noch in diesen Zeiten. Der König hat sich doch genauso hinter seinen Mauern verschanzt wie sein Volk. Bis später. Besser nicht. Ich frage mich, ist das noch der gleiche Typ, der hier mal stand? Der uns immer rausgeschmissen hat gleich. Okay, das ist also die Akademie des Magiers. Ich wusste gar nicht, wo die ist. Doch, ich wusste schon, aber ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass die hier ist. Okay, ist auch alles leer. Die gehisste Fahne von uns ist aber noch da. Die Krähen haben von dem Stadtbanner nichts übrig gelassen. Falls die Krähen jede Stadtbanner so zurichten, wäre es ein starker Köder. Oh, hier ist aber viel los.
Die Winde zum Hissen des Banners. Weg mit dem Fetzen. Kann ich dir jetzt den grünen Wams da dranhängen? Grünes Eichenblatt und rote Krone auf weißem Grund. Wenn ich das Banner erneuern will, brauche ich diese drei Dinge. Grünes Eichenblatt und rote Krone auf weißem Grund. Wenn ich das Banner erneuern... Okay. Winling würde sich die Haare raufen. Warum? Weiße Flechte passt doch da super drauf. Nicht so. Die Krähen haben von dem Stadtbanner nichts übrig gelassen. Fast so, als wüssten sie, was es den Andergastern bedeutet. Ein Vogelfänger braucht zwei Dinge. Die richtige Falle und den passenden Köder. Die Krähen haben von fast so, als wüssten sie... Die Krähen haben fast so... Das sind alles die gleichen Krähen, 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 Krähen. Die Krähen fast so... Die Krähen fast so... Okay. Fenster. Da oben ist jemand. Burgwache. Toga? Wer? Geron? Der Vogelfänger? Du kannst dir nichts ausrichten. Diese Biester kann keiner fangen. Geh lieber. Noch kannst du fliehen. Du siehst müde aus. Ich tue seit Tagen kein Auge zu. Warum nicht? Eine Krähe hatte mich angegriffen. Seitdem plagen mich schreckliche Träume, dass meine Frau im Kindbett stirbt und meine Tochter für immer in den Wäldern verschwindet. Beides ist wahr geworden. Das tut mir leid. Lass mich zum König, sofort. Oh, mach dich nicht lächerlich. Niemand tritt vor den König. Das Unheil, das der Seher über uns gebracht hat, beansprucht seine ganze Aufmerksamkeit. Genau deswegen bin ich hier. In diesen Tagen herrscht das Verderben über Andergast. Am besten läufst du einfach weg. Weit weg. Du bist noch jung. Es muss doch möglich sein, zum König vorgelassen zu werden. Solange die Krähen hier ihr Unwesen treiben, gelangt niemand in die Burg. Geh lieber. Noch kannst du fliehen. Okay, also. Wir müssen also das Banner neu machen. Dafür brauchen wir... Oh. Grüner Stoff und brauner Eichenzweig. Aber für ein Stadtwappen brauche ich einen Eichenzweig aus grünem Stoff. Ah ja, genau, also. Wir brauchen einen weißen Hintergrund, wir brauchen ein grünes Eichenblatt und eine goldene Krone, okay. Kann ich das denn da rausschneiden? Ein grüner Eichenzweig. Okay. Hm? Nein. Wir brauchen irgendwie weißen Stoff. Trostlos, so ganz ohne Banner. Mit der Winde lässt es sich hoch und runter kurbeln. Das ist ja Schwachsinn, das Ding jetzt hoch zu kurbeln. Also kurbeln wir jetzt einfach nochmal runter. Was brauchen wir? Wir brauchen eine goldene Krone, wir brauchen einen weißen Hintergrund und darauf muss ein grüner Eichenzweig drauf. Herbarium. Eichenzweig, was? Ich muss das Ziel im Auge behalten. Warte mal ganz kurz, steht denn hier irgendwas drin? Es ist Winter. Wie lange war ich fort? Die Harfe des Seers. Ich muss sie finden, so schnell wie möglich. Vielleicht ist der Feenforscher noch in Andergast und hat etwas herausgefunden. Die ganze Stadt ist wieder ausgestorben. Dafür sitzen überall die widerwärtigen Krähen des Seers. Sie bringen den Menschen Albträume und treiben sie in den Wahnsinn. Es war absehbar, dass die misstrauischen Zauberer mich nicht in die Akademie lassen. Jetzt kann mir nur noch der König Efferdan helfen. Aber wie kriegen wir einen weißen Stoff? Kräuterstand.
Jetzt habe ich eine Parlamentärsflagge, die ich nicht brauche, weil ich den Seher töten werde. Darin hat Hilda immer ihre Kräuter gewaschen. Was ist das? Diese Wurzel hat überlebt. Tote Lerchen. Warum hängen da hinten zwei tote Lerchen? Hilda wird schon auf sich aufpassen. Okay, kann ich das Ding jetzt da benutzen? Jetzt fehlt dem Banner nur noch eine rote Krone. Okay, eine rote Krone ist. Und ich weiß auch, wie wir die kriegen, wenn es eine rote Krone ist. Und zwar brauchen wir davon die Gabel von Olgierd, meine ich. Wie kriege ich die? Kann ich mit dem Ei bewerfen? Ich behalte das lieber. Alles gut, Olgierd? Bald bin ich soweit. Gib mir die Heugabel. Nein, sie lag hier. Jetzt ist sie mein. Kannst sie bald haben. Ich brauche sie nur noch einmal. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden. Und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten, dass ich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Ja. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Du warst nicht du selbst. Diese Krähen haben dich verzaubert. Verzaubert? Ja, du hättest Ulfried doch niemals etwas getan. Also muss das ein Fluch gewesen sein, der mit deinen Händen die Heugabel geführt hat. Meinst du wirklich? Na los, gib mir die Heugabel. Vielleicht hast du recht. Also gut, nimm die Forke, wasch sie ab. Und wenn ich wieder Träume habe? Dann stell dich ihnen ohne Angst. Versuch sie zu verstehen. Gut, dass ich das nochmal ausprobiert habe, weil ich habe gedacht, blutige Missgabel, dass ich diese Option schon gewählt habe. Kann ich das jetzt einfach da drauf machen? Nicht so. Och, Manno. Ja, und wie dann? Wie nicht so? Mach das doch. Das hilft auch nicht weiter. Warum sollte ich? Ja, warum wohl? Du brauchst eine rote Krone. Das führt zu nichts. Naja, da gab es wieder einen kurzen Hänger, aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.